Jürgen Köhler fährt von Beruf Bus, Schulbus. Er stellt Geschwindigkeitsweltrekorde auf 288 km/h. Ein Glück nur, dass das eine mit dem anderen nur am Rande zu tun hat. Montagmorgen in Hennef. Ein Busfahrer fährt Kinder in die Schule. Eigentlich ein völlig normaler Vorgang. Doch weit gefehlt, denn dieser Busfahrer ist nicht normal. Hallo, mein Name ist Jürgen Köhler. Ich bin mit Sicherheit einer der schnellsten Busfahrer der Welt. Und ich lasse es richtig krachen. Und krachen lässt er es wirklich. Jürgen Köhler ist auf Rädern einfach nicht zu bremsen. Bei seinen Stuntshows wird Jürgen zum fliegenden Hennefer und weiß das Publikum zu begeistern. Beim Busfahren sind natürlich andere Qualitäten gefragt, aber angesichts solcher Bilder werden aus Fahrgästen schnell staunende Fans. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön. Wenn man sowas jetzt sieht, dann denkt man schon, wow, das kann der auch noch. Cool. Ja, schon cool. Auch der schnellste und coolste Buslenker muss den Fahrplan einhalten. Also doch ein Busfahrer wie viele andere, nur eben mit einem Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Und an dem Tag, wo ich im Prinzip vom Weltrekord wieder zurückgekommen bin, hatte ich 2 Tage später einen Dienst. Und ich sage euch, die haben mich hier im Bus überfallen. Ich habe auf einen Schlag dermaßen viele Autogramme schreiben müssen, was man ja auch gerne tut. Man ist ja auch im Prinzip dann auch stolz drauf. Aber ich hatte auch gleichzeitig eine halbe Stunde Verspätung. Verspätungen kommen für Jürgen Köhler nicht in Frage, denn mit Geschwindigkeiten kennt er sich aus. Manche meinen sogar, er sei auf Rädern sicherer unterwegs als zu Fuß. Jürgen Köhler betreibt schon seit 25 Jahren extremen Sport mit großem Erfolg. Es pflastern Rekorde seinen Weg. Heute widmet er sich vorzugsweise dem Quadfahren bzw. dem Quadfliegen. Ja, was man hier sieht, ist das weltweit erste Rhön-Quad auf Suzuki-Basis. Und mit diesem Fahrgestell bin ich in der Lage, mich mit 40 km/h zu überschlagen. Ich habe dabei noch ein Lächeln im Gesicht. Und für mich ist das Entspannung pur. Wie für den anderen die Sauna, ist für mich der Überschlag. Und so sieht das aus. Anerkennung und Applaus des Publikums, das täglich Brot des Künstlers. Wheelies, Stoppies, Frontflips und Burnouts zählen zum Standardprogramm. Auch wenn er Lust hat, springt er auch gerne mal über seinen eigenen Linienbus, fährt 24 Stunden im Kreis oder präsentiert seine Magic Freestyle Stuntshow. Jürgen Köhler hält inzwischen zahlreiche Weit- und Hochsprungrekorde und fühlt sich auf den Guinness-Buchseiten pudelwohl. Zurück nach Hennef. Die Schüler warten immer sehnsüchtig auf ihren berühmten rasenden Jürgen. Vielleicht erzählt er ja auch wieder von seinen Abenteuern, zum Beispiel wie er eine Bobbahn mit Inlinern bezogen hat oder mit Tempo 300 durch China geflitzt ist. Seine Arbeitskollegen mussten sich übrigens auch an einiges gewöhnen. Ach, Feierabend, jetzt geht's los! Eine Leidenschaft, die Rekorde schafft. Salto in 3 Meter Höhe über 3 Jeeps. Amtliche 288 Kilometer pro Stunde auf Inlineskates von einem Porsche gezogen. Ein Rausch auf 8 kleinen Rädern. Schneller, höher, weiter und immer die Verletzungsgefahr im Nacken. Ein Albtraum für jeden Arbeitgeber. Ja, Herr Köhler ist jetzt schon seit über 6 Jahren bei unserer Tochtergesellschaft, der Bus- und Bahnverkehrsgesellschaft des Rhein-Sieg-Kreises, beschäftigt. Wir hatten damals schon etwas Bedenken, den schnellsten Inline-Skater der Welt in der Personenbeförderung einzusetzen. Allerdings haben sich diese Bedenken nie bestätigt. Im Gegenteil, Herr Köhler ist ein sehr besonnener und natürlich reaktionsschneller Fahrer. Wir wollten es genau wissen und lassen Jürgen gegen eine Kollegin antreten. Mit 15-Meter-Bussen geht es zum Pylonenslalom auf dem Betriebshof. Ist der Mann der Superlative auch der bessere Busfahrer? Die Kollegin nimmt die Herausforderung an und gibt ihr Bestes, um Jürgen wenigstens einmal in die Schranken zu weisen. Doch leider muss die Fachfrau erkennen, gegen den schnellen Jürgen ist kein Kraut gewachsen. Man merkt schon, wie er mit seinem Quad auf den Hof fährt. Also da geht man bisher ein bisschen auf Seite, wenn er um die Ecke kommt. Man kann ihn eigentlich auch schon hören, wenn er drüben auf den Hof fährt. Und er ist in allem so, immer so, halt immer mit der Nase vorn. Sobald er die Busfahreruniform und die Lackschuhe gegen Rennoverall und Turnschuhe eintauscht, packt
ihm das Fieber. Rampen werden auseinandergezogen, ein paar teure Autos dazwischen geschoben und anschließend ein Sprung darüber gewagt. Training ist alles. Die Konkurrenz schläft nämlich nicht. Was gestern noch ein Rekord war, ist vielleicht schon morgen passé. Und so heißt es für Jürgen. Ich glaube, irgendwann muss man auch wissen, wann Schluss ist. Aber ich weiß es wirklich nicht. Wann? Das wissen wir auch nicht. Und ob er sich nun irgendwo dranhängt oder irgendwo drüber springt, wenn er so weitermacht, wird aus dem schnellsten Busfahrer vielleicht auch einmal der älteste Stuntfahrer der Welt.